Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black, und ich bin in Helgas Grab gelandet. Elika hat sich gerade ausgelockt und ich versuche gerade anzulocken. Nämlich ein paar Nahkampf-Kallaps. Also sprich, den Clary von der großen Gruppe haben wir schon mitgenommen. Jetzt, ja, da haben wir doch einen. Jetzt fehlen nur noch die zwei Kriegerlein. Den Jäger und den Mage, die da mit in der Gruppe sind, die lasse ich doch tunlichst außen vor. Weil die kosten mich nur XP. Nämlich genau 1% der jetzigen XP. Das wäre nicht gut, denn die hauen mich nämlich garantiert tot. Da habe ich absolut keinen Bock drauf. Lelelelela. So. Ansonsten fallen die Kalapse doch eigentlich recht schnell um, muss man sagen. So, ich brauch nur den Krieger. Kriegerin, siehst du mich? Du siehst mich, du siehst mich. Sehr schön. Put, 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 komm zu mir, komm zum lieben Black. Der haut dich auch ganz schnell weg. Schupp. Wenn man die ordentlich ankrittet, geht das auch gut. So, und nachher, ich kann mich ja ein bisschen reinschleichen einfach mal. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht in die Reichweite von den beiden anderen Kalapsen komme. Das wäre nicht so schön. Hopp. Weil wie gesagt, sterben will ich nicht. Oh, guck mal an, hat sich auch schon erledigt. Da kommt schon der Nachschub wieder. Hehe. Wunderbar. Voll daneben gehauen, die AOE. Hat sich voll gelohnt. Aber hey, da sind Glücks, die haben wir auch bekommen. Na schön. Theoretisch können die auch Blues droppen. Praktisch machen die das eher recht selten, aber es ist möglich. Mal schauen, vielleicht kriegt man da ja auch einen ab. Oh, der andere Kalab, der so seitlich flankiert, ist auch schon wieder da. Das freut mich. Das heißt, ich habe ja auch gleich wieder ein bisschen mehr zu tun. So, und hip. So, er hat auch alle drei Vergiftungen drauf, das ist schön. Und schneller geht's ja. So, jetzt muss ich den nur anlocken, ohne dass der Mage mich da gerade sieht, der in meine Richtung blickt. Das ist nicht so schön. Lalalala. Ah, da hat er mich. Hallo, mein Freund, komm mal mit. Hab was für dich. Nämlich den Tod. Haha, hättest du nicht gedacht, was? Ich will nur meine Tränke wieder ein bisschen auffüllen. 12 haben wir ja mittlerweile schon wieder. Das ist gar nicht mal so unschlecht. Das schadet nicht. Aber es können ruhig noch ein paar mehr werden. Und deswegen Kalabjagd in Helgas Grab. Muss alles sein. Hat alles seine Richtigkeit. Und ja, wie man sieht, Licks kann man hier auch ganz gut farmen. Selbst in kleinem Level, wie man sieht. Das Einzige, was man braucht, ist ein bisschen Glück. Oh fuck, jetzt kommt der Jäger. Ich muss weg. Ich muss mal eben raus. Der Jäger tut mir weh. Ist nicht so schön. Schnell, schnell, schnell. Ab in den Schlummerwald. Puh. So, ich hoffe mal, dass er jetzt zurückgerannt ist. Wieder rein. Ja, der rennt. Na, da sieht man mal, was da hinten für Typen rumstehen. Ich hätte auch kein Problem, eine Höllenwache mal anzulocken. Einfach mal zu gucken, ob ich die auch so verhauen kann. Aber halt natürlich nur eine Höllenwache Nahkampf. Verdammt, jetzt kommt der Typ schon wieder. Lass mich doch mal in Ruhe, Junge. Da ist mir einfach so. Die Kalapse sind mir doch ein bisschen zu straff, deswegen. Nee. Mit einem Jäger lege ich mich nicht an. Es kann sein, dass ich mittlerweile kein One-Hit mehr bin. Aber. Da bin ich doch lieber ein bisschen feiger und warte auf die anderen. Kann natürlich sein, dass die jetzt, weil die ja in Gruppe respawnen, dass die jetzt nicht wiederkommen, weil jetzt der blöde Jäger hier. Soll ich es mal versuchen? Ganz ehrlich. Oh, siehst du? Und das habe ich gemeint. Voll One-Hit. 5900. Und genug Erfahrung verloren. Ach, wie ärgerlich. Naja, was soll's? Hätte ja auch klappen können. Mist. Ich halte einfach zu wenig aus für die. Schade. Ich hätte mir noch Tefer draufhauen sollen. Wenigstens so einen Tagestefer oder sowas. Aber naja, okay. Haben wir halt wieder 1% verloren. Einfach nur, weil just for fun, for Risiko. Und das voll, vor allem voll, immer noch voll berollt, ne? Voll berollt. Und die Dinger sind Level 90. Ich bin Level 86. Theoretisch dürfte ich nicht mal, wenigstens nicht One-Hit sein. Aber mit schlechter Ausrüstung ist das durchaus beim Jägerchen noch der Fall. Lalalala.
Aber was gehört denn dazu? Es gehört ja dazu. So, wir können ja mal gucken, was wir als Alternative jetzt noch an Quests tut machen können. Wir haben hier Ninas Entscheidung 1. Navaha. Die kosten 700.000 oder die bringen nur 700.000 Erfahrungen. Das heißt, Ninas Entscheidung 1, die bei Händlerin Nina dann abzugeben ist, wird wahrscheinlich das nächste sein, was wir abgeben werden. Ich fährt aber vorher mal einmal so, Akademie, Stadtport, mit springen. Ich will nur gucken, welche Quest Puring jetzt angenommen werden will. Also ich will gucken, wenn ich jetzt diese Echsenmann-Quest jetzt abgegeben kriege, dann gebe ich logischerweise die ab. Wenn er mir sagt, nee, ich will erst die andere abgeben, dann warte ich da mal besser. Weil ich will da nicht was riskieren und so. So, das heißt, hey Puring, Purings Blumen, ich habe die Aufgabe erledigt, das ist Purings Blumen. Nein, das ist die verkehrte. Purings Blumen ist ja die andere. Da muss ich wirklich mal gucken, von wann bis wann die geht. So, Kriegercode, kühner Krieger hat angefangen, das nützt mir aber nichts. Ist eh die letzte Folge, die ich mache. Das heißt, wir gehen und einfach jetzt in Richtung Elde. Und da ich genug Rollen habe, komm, was soll der Geiz? Plupp. In Richtung Elde und gehen wieder ins verborgene Gefängnis, wo wir nach Hawahare hauen. Der Heiratsantrag von Katsura wurde von Katsuro angenommen. Oh, nett. Zwei gleichnamige. Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden gleichnamigen ihr. So, hier hätten wir noch die Dings WDH. Kann ich die jetzt gerade annehmen? Der Dungeon Cornelius ist ein mächtiger Drache. Ja, Conny im Drachengrab kenne ich. So. 40 oder mehr Quests können nicht angenommen werden. Na gut, dann eben nicht. So, hier lang. Okay, alles gut. Ist eh nur eine Ruhm-Quest. War zumindest Ruhm, glaube ich. Und da ist das nicht ganz so wild. Apropos Ruhm, ich kann ja mal gucken, wie viel Ruhm ich momentan... Ich habe 11.000. Ich will mal gucken, wie viel eintauschbar ist. Und überhaupt. 11.000 nur? Ernsthaft? Na gut. Warum auch nicht? So, dann gucken wir mal. Ruhmhändler, Ruhmhändlerin Miss Lee. Hallo Miss Lee, wir haben hier einmal für 100.000, einmal, Verbrauchsgut Glückskapsel. Innerhalb von 3 Tagen, ja, Glückskapsel bei dem öffnen Zufallsitem. Accessoire und Kostüm. Ja, Verbrauchsgut ist mir eigentlich eh am liebsten, weil ich bin ja nicht der so Kostümträger. Kostüm habe ich genug, habe ich beschlossen. So, gucken wir mal, was haben wir drin? Oh, Segen des Roten Drachen, 7 Tage, plus 3 Crit. Naja, warum nicht? Hebe ich erstmal auf. Können wir in den nächsten 7 Tagen mal anwenden oder so. So, also nächste Quest machen. Weil Navahare, genau, Navahare. Waren das jetzt die richtigen Navahare in verborgenen Gefängnis 1? Oder die stärkeren in der 2? Naja, werden wir ja dann gleich sehen. Das sehen wir ja, sobald wir dort reingeflitzt sind. Ich denke, das sollte nicht das Problem sein. Na komm. So, okay. Und wenn man bedenkt, wie lange wir eigentlich aus dem verborgenen Gefängnis schon raus sind, ist es doch schon so eine Sache, dass wir da unten noch Quests haben. Deswegen, wie gesagt, die billigen Quests alle weg. Alles weg, was keine Miete zahlt und was nicht gebraucht wird. Und wie gesagt, Purings Blumen, da schaue ich mal nach, ob ich die mit 86 noch gefahrlos wieder abgeben kann. Aber ich glaube nicht, sonst hätte ich die ja schon abgegeben. Muss ich nochmal gucken. Ja, das mache ich dann nach dieser. Direkt, wirklich nach dieser Folge. Weil so lang, da geht die ja nicht mehr. Und dann gucke ich da direkt nach. Dann kann ich das beim nächsten Mal sagen. Jawohl, Purings Blumen können wir abgeben oder auch nicht. Wie viel XP gibt denn die eigentlich? Mal so, just for. Schauen wir mal. Das sind immerhin. Hallo. So und so. Es sind immerhin 2,5 Mille. Es sind immerhin 2,5 Mille, die ich da wegschmeißen würde, wenn ich die abgeben würde. Wäre natürlich nicht so günstig, da würde ich dann wahrscheinlich lieber sagen, ja okay, behältst die andere Quest noch ein bisschen an, länger. Und lässt die Quest halt ein bisschen, ja, abwarten sozusagen. So, hier ist nichts, also verborgenes Gefängnis 2. Dann rennen wir da mal runter und holen uns ein paar Navahare.
Navajo. 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 Keine Ahnung, wie man das sonst noch nennen kann. Navajo. 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 Oder so. So, okay. Ja, ich weiß, die brauche ich nicht tothauen. Aber, hey. Wenn ich schon mal da bin. Stört sich ja auch kein. Vielleicht finden wir ja unterwegs eine Kiste. Wäre ja auch nicht so schlecht. Plum. Plam. Plim. Dann hätten wir auch schon wieder 5 Folgen in dieser Aufnahme geschafft. Ich gucke gerade, heute ist der 17. Also für euch ist heute der 17. Das heißt, für den 18. wäre die nächste Folge. Ja, für den bis zum 25. oder bis zum 26. muss ich aufnehmen, damit ich das gut schaffe. Vielleicht schaffe ich das in der nächsten Aufnahmesession. Wie gesagt, morgen früh wird es nicht sein. Vielleicht morgen Abend. Vielleicht auch nicht. Ansonsten sind es also noch 1 oder 2 Aufnahmen. Und dann habe ich endlich meine Urlaubsproduktion, zumindest von Fiesta, auch rein. Gerade die, sagen wir mal, die Großprodukte sind ja eigentlich die am wichtigsten sind. Und ich hatte ja erzählt, dann fehlt halt nur noch Ion und Dragon Age. Ist immer noch der Fall, weil, wie gesagt, ich immer noch in dieser Voraufnahmewoche bin. Warum leuchtet das in mir hier blau? Ist das irgendwie Bug oder was ist das hier? Was auch ich. Was weiß ich? Mir egal. So, wir gehen einfach durch. Die lassen wir jetzt alle. Aber ich freue mich auf meinen Urlaub vor allem. Und ich freue mich natürlich dann auch, wenn ich wieder da bin. Lang habt ihr ja nicht mehr, wo ihr ohne mich dann aushalten müsst. Jetzt mittlerweile ist ja dann schon die erste Woche auf jeden Fall fast rum. Das heißt, nur noch eine und dann bin ich wieder da. Juhu! Ich hoffe, ihr freut euch. Wir nicht. Wäre ich böse. Wuff! Ich weiß. Ist die Müdigkeit. Muss ich jetzt gleich ins Bett. Schlaf gleich ein. Nee, doch. Ich werde schon gleich ins Bett gehen. Und vermutlich auch gleich einschlafen. Ich bin doch ein bisschen müde heute, ein bisschen angeschlagen, aber war ein anstrengender Tag. Hatte ich schon in einer der vorherigen Folgen erwähnt. Aber muss halt sein. So, verborgenes Gefängnis, 2. Etage betreten. Dankeschön. Und wo sind die Viecher? Sag bloß, die sind alle hier unten. Na war. Na gut. Dann gehen wir mal da runter. 50 Navajo. Werden wir schon finden. Die hier haben nichts mehr zu droppen, ne? Okay. Ihr dürftet ja eigentlich auch Navajo haben. Oder sind das die nochmal die anderen Navare? Da gibt es ja nochmal Pfingst-Navare. Keine Ahnung, wo die jetzt gerade rumstehen. Finden wir auch. Just be getting coming, buddy. Leck mich doch am Eimer hier. Ohne die Quatscherei hier. So, wir gehen hier lang, weil das Gefängnis. Schwarze Inkubuse. Nee. Navaha. Tatsächlich hinten rum. Kenn ich den Weg überhaupt? Bin ich den schon mal gelaufen? Also, ich weiß, dass hier hinten Navare sind. War ich ja schon mal so. Kann mich nicht mal mehr richtig an den Weg hier erinnern. Aber ja, gut, da war er ja schon. Es wird das Alzheimer sein. Man wird halt alt. Na gut. Alt sein ist nichts Schönes. Aber es zählt ja nichts. So, hier hinten. Ach ja, hier hinten waren ja auch die Orkis. Hallo, liebe Ork-Kapitäne. Tschüssi, liebe Ork-Kapitäne. Level 73. Mit euch gebe ich mich nicht ab. Pö. So, okay. Da sind noch ein paar. Ach, weißt du was? Wenn ihr schon mal da seid, mache ich euch ja tot. Niemand will euch. Niemand liebt euch. Drum. Ja, begehe jetzt Selbstmord. Festes Leder. Wegen Trollen und so, ne? Trollen. Ich trolle nicht, ich rolle höchstens. So, da werden wieder ein paar Orki-Kappis. Die kann ich aber lassen. Hier, komm, die sitzen hier gerade zur Mittagspause. So, das wären dann wohl die Navaha. Ja, Ninas Entscheidung 1. Diese Navahaare brauchen wir. Also nehmen wir sie auch mit. Ninas Entscheidung 2 kann ich ja eh nicht mehr machen. Weil die Quest habe ich ja versaut. Kann man wirklich so nennen. Weil ich ja einfach verpennt hatte, die abzugeben rechtzeitig. Naja, was soll's. Was soll's. Lang, lang ist's her. Da war es noch schwer. Oder leicht. Leicht schwer jedenfalls. Könnte auch schwer leicht gewesen sein. Wer weiß das schon genau. So, ich muss jetzt drauf achten. Ich brauche ja auch ein paar Tröpfchen.
Wie zum Beispiel die Navare da, die da liegen. Also eins zumindest. Okay. Eins hätten wir schon. 2%. Juhu. Nee, wir haben 4%. Das ist doch schon mal was wert. Das muss auch für diese Folge reichen. Und wie gesagt, ich schaue jetzt gleich mal nach, wie das mit Porings Blumen ist. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.